Hallo, hallo, Angelfreunde! Ein neues Video und ein neuer Tipp für euch. Dein Lieblingsköder ist kaputt wegen den Bissen von vielen Fischen? Oder deine letzte Köder in dieser Farbe wurde gerade von einem Fisch durchgebissen und du hast keinen mehr? Schnell ist daher notwendig, deine Köder zu reparieren und deine Session fortsetzen zu können. Es ist Winter und man kann nicht immer rausgehen wegen des Wetters. Es ist Zeit, die Ausrüstung zu sortieren und unsere Köder zu reparieren. Hier ist ein kleiner Tipp für heute, um deinen Gummifischen zu reparieren, egal wo du bist. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste, entweder man nimmt einen speziellen Gummiköderkleber, wie diese von De La Land, mit einer Cyanacrylat-Basis. Er trocknet super schnell und ist transparent. Oder man kann es auch mit einem Feuerzeug und einer Metallklinge wie Kutter, Messer oder Schere machen, die man immer am Wasserrand mitnehmen sollte. Es ist ganz einfach. Erwärme die Klinge mit dem Feuerzeug auf beiden Seiten. Führe die Klinge in die Kerbe ein oder an die Stelle, an die du deinen Köder stecken möchtest. Entfernen, festziehen und abkühlen lassen. Wenn du einen Schwanz wieder aufkleben oder eine große Kerbe schließen musst, kannst du es in mehreren Schritten tun und den Köder in Wasser einweichen, um ihn schnell abzukühlen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Like, teilen und abonniert mich. Petri Eil und Bald Bech!